Ja, komm, bei war ihr Grübel und guten Abend zu Epic Battle Fantasy Teil 5. Der neue Router ist heute angekommen, gleich eingerichtet, nachdem er mir gestern ja schon Undertale vermiesen musste. Der Alte. Aber der hatte einfach irgendwie keinen Bock mehr. Hat er letzte Zeit eh schon Macken gemacht. Aber die haben doch sehr, sehr flott, muss ich die Telekom mal loben, einen neuen Router geschickt. Und mit dem bin ich jetzt. Ja. Yeah. Und die Peachy sagt auch schon. Huhu. Ja, ich will auf jeden Fall loslegen. Natürlich mit einem neuen Spiel, aber erst gucke ich mal kurz in die Options. Auflösung und sowas können wir lassen. Das ist automatisch eingestellt. Was ich erst einmal runterstellen werde. Ja, das ist die Spielschwierigkeit. Ich habe aber im Vorfeld schon über ein paar Wiki-Einträge und sowas schon gelesen. Wenn ich die Medaillen für Bosse auf episch machen will, muss ich das beim ersten Durchspielen machen. Muss ich nur zwischendurch auch mal dran denken. Hust. Aber so für die ganzen normalen Kämpfe und alles, da sie ja jetzt das mal jetzt nicht überleveln kann, sondern sie immer mit den Charakteren mitskalieren. Damit sie nicht ewig dauern, stelle ich sie mal aufs ganz Einfachste, hier auf Zero. Weil sonst sitzen wir ja jedes Mal bei irgendeinem Minikampf zwischendrin, jedes Mal 10 Minuten, das ist Blödsinn. Bei der YouTube-Variante kann ich die Kämpfe ja dann rausschneiden. Aber auf dem Stream ist es, glaube ich, sonst ein bisschen doof so. Ich muss nur eben für die Medaillen dran denken. Oh Gott, wie viele sind denn das? 2, 3, 4, 5, 6 mal 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh Gott, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hilfe. 6 mal 17? Wie viel ist denn das? Das kann ich jetzt gerade echt auch nicht aus dem Kopf. Aber dafür gibt es Taschenrechner. Ne, wobei. 6 mal 10. 6 mal 10 ist 60. Und 6 mal 7 ist. Mein Gehirn ist heute ziemlich platt. 6 mal 7 42. Genau, 7 mal 7 ist 49. Das, also 102 Medaillen. Ach du meine Güte, da war er aber fleißig. Ah, ja, ja. Oh. Eine habe ich schon, das ist mal wieder natürlich eben die 100 Slimes anklicken im Intro-Bildschirm. Die ist natürlich easy. Was haben wir denn da? Wer bist du? Oh, verdammt, ich bin schon auf meinen letzten KP. Bei seiner Attacke tut so viel Schaden, das ist nicht fair. Und sein dumme Attacken-Pattern verändert sich ja auch noch jedes Mal. Wer ist die Blauhaarige? Die ist neu. Die ist neu. Und ich habe auch nur noch ein Leben. Oh Mann. Wenn ich jetzt schon wieder verliere, fange ich wieder von vorne an. Ich habe noch Dinge zu erledigen und ich möchte dich auf ewig hier gefangen sitzen. Aha, da ist ein Schwachpunkt. Wenn ich ihn noch ein paar Mal ins Auge steche, dann vielleicht... Er hat gezockt. Ah, okay. Er hat den Gegner besiegt. Er hat gewonnen. Das Triforce aus Zelda. Was? Katze verboten? Ja, okay, wenn es dein privates Zimmer ist. Es hat mir 23 Versuche gedauert, um den Endboss zu töten. So ein Profi. Ich hab Godcat auf episch in einem Versuch geschlagen. Eigentlich zwei, weil ich einen Testrun gemacht habe. Bis kurz vor Schluss. Aber der hat auch schon geklappt. Und du mit 23 Versuchen. Apu? Das Ende ist allerdings ziemlich schwach. Ich habe Wochen damit verbracht, dieses Item zu sammeln. Und das ist alles, was ich dafür bekomme. Naja. Ich hoffe, da gibt es dann doch noch ein bisschen was. Einen kaputten Fernseher kriegst du. Was wird Hope Harbor wieder von Piraten angegriffen? Ah.
Ich glaube nicht, dass Piraten so eine Feuerkraft haben, oder? Ich werde denen das aber nicht durchgehen lassen. Wer auch immer das war, der muss mir einen neuen Fernseher bezahlen. Ich habe noch nicht mal den Rest vom Ende gesehen. Los geht's, ich kann mir diesen Hockeyschläger hier gerade mal als Waffe ausleihen. Wo sind deine coolen Schwerter? Müssen wir zwar wieder alle sammeln, aber ein Hockeyschläger als erste Waffe? Aber gut, wie du meinst. Er denkt auf jeden Fall, er ist soweit. Nimmt sich noch ein paar Snacks mit. Ja, mach das. Nimm dir ein paar Snacks mit. Da ist der Kühlschrank. Bier. Oh Gott, neue Sachen hat er jetzt auch noch. Neue Items. Magischer Angriff und Angriff. Das sind aber nur kurzzeitig. Kaffee gibt's auch wieder. Ah, den gibt's auch wieder. Sehr schön. Ich sehe es schon da hinten blinken. Da verrät er mir schon. Den Käse kann man nicht mitnehmen. Schade. Was hast du da gespielt, Nintendo? Hightech-Spielekonsole. Liebstes, sein bestes Geschenk in der Sammlung. Sein bestes. Was gibt's hier? Linke Socke. Und etwas Wolle. Ah, Wolle gab's aber in den anderen Teilen auch schon. Da hatten wir ein anderes Icon. Die Maus brauche ich, glaube ich, hier gar nicht. Ne? Es geht wieder mit Enter und allem. Wie komme ich in den Raum da drüben? Ah. Kiste gefunden und gleich ein Flair-Item. Finde ich gut. Also mal sehen, was gibt's. Equip und Forge gibt's wieder. Skills, Stats, Items, Summons. Das ist jetzt mein eigener Unterpunkt. Das finde ich gut. Info, Optionen, Save. Die Karte. Oh, die Karte kann man mal historisch drauf gucken. Oha. Das ist unser Ziel. Das ist ja cool. Und das ist die Weltkarte. Oh Gott, die ist auch noch mal ein paar Felder größer geworden im Vergleich zu 4. Ah, okay. Forschen können wir, glaube ich, noch nichts. Was? Spielzeug? Okay. Vielleicht sind das Sachen für Nolex, weil da so eine Katzenpfote dran ist. Der ist ja jetzt hier im 5. spielbarer Charakter, was ich cool finde. Gute Rüstung. Ah, seine übliche Piratenklamotte. Hobo-Klamotten. Oh. Obdachlosenkleidung. Aber du hast doch ein Häuschen. Was bringt uns dieses Flair? Ballandagen. Resistenz gegen Erde, Tod und Doom. Aber sonst nix. Na gut, mal sehen, was es auf höheren Level blinkt. So viele Items haben wir jetzt halt auch noch gar nicht. Ja, das habe ich schon herausgefunden. Mit dem Keyboard können wir laufen. Mit der Spacebar ist wieder anwenden. Das war im 3 und 4 war das auch so. Fühlt sich ziemlich old-fashioned an. Vielleicht ist die Maussteuerung einfacher. Ach komm, ich bin hier so gewohnt. Hey, der Jamie ist auch da. Hi. Check den 5. Teil heute mal ab. Von der Spielreihe. Ich habe erst angefangen. Aber die Controls sind wie bei den alten Teilen auch. Hey. Der hat gerade hey gesagt. Der hat ein bisschen Audio mit eingebracht. Das ist ja cool. Also der Metro Sack hat sich so viel Mühe gegeben mit dem 5. Teil. Ist ja Wahnsinn. Hey, Matt, hast du diese Erdbeben auch gespürt? Ich weiß nicht, was los ist. Aber ich würde nicht zu Hause rumsitzen, wenn nicht du wäre. Ja, ist schon ziemlich was los, Mann. Ja, wir gehen auch los, um das auszuchecken und mal ein bisschen die Beine auszustrecken. Kann keine Videospiele zocken, wenn mein Strom aus ist. Ja, ich fühle mit dir. Als wir mal den Stromausfall hier hatten, wegen der Baustellen vorne, wusste ich auch nicht, was ich tun soll. Und als da der Router ausgefallen ist, stand ich auch doof da jetzt vorgestern. Aber ja, wir müssen das fixen. Du hast schon ziemlich viel Glück, dass du überhaupt Elektrizität hast. So rum. Also Strom. So.
Auf dem Weg hierher habe ich eine seltsame Katze durch deinen Müll wühlen sehen. Solltest vielleicht danach die Augen offen halten. Oh, vielleicht war das Nolex. Katzen sind schon okay. Die machen ein gutes Abendessen noch mit. Du bist schon wieder nur am Fressen denken. Furchtbar. Da hinten glitzert es auch schon wieder. Ich sehe es schon. Was? Da ist ein riesiger Feuerball im Himmel. Oh, nee. Das ist die Sonne. Hab's dich schon eine Weile nicht gesehen. Ich sollte besser aufpassen. Wie lange hast du gezockt, dass du vergessen hast, wie die Sonne aussieht? Sogar ich weiß, wie die Sonne aussieht. Und ich sitze auch ziemlich viel zu Hause. Kaktus. Kann man irgendwas mitmachen? Da kommen wir nicht durch. Der Pfeil, der sagt natürlich schon, in welche Richtung wir müssen. Da soll ich erst nach links erkunden. Der Pfeil ist schon sehr offensichtlich, aber ich will trotzdem mal hier rüber gucken. Okay, hier brauchen wir wieder ein Item, dass wir da drüber laufen können. Diese Leiter wahrscheinlich wieder. Aber hier kommen wir lang. Der alte Jerry ist wohl nicht zu Hause. Ich frage mich, was hier passiert ist. Er geht sonst nie aus dem Haus. Er hat abgesperrt. Ach, schade. Oh, Musikwechsel. Das ist einfach nur eine neue Variante von alten Liedern. Na, schauen wir mal. In den Norden geht's in die wilden Tropen. Im Osten liegt Hope Harbor und im Süden das gefrorene Tal. Frozen Valley. Okay. Hope Harbor klingt gut. Aber hier kommen wir... An die kommen wir ran, aber da müssen wir, glaube ich, wieder irgendwelche... Oder wieder irgendwas. Aber solche Schieberätsel hat er auch wieder eingebunden. Aber so kommen wir auch nicht weiter. Okay. Also der wird wieder wie im vierten Teil irgendwelche Items haben. Ich muss an manchen Stellen an die Schätze weiterbringen. Aber gut, die eine Kiste habe ich da jetzt auch mitgenommen. Ich habe jetzt nur hier aufgepasst, was drin war. Ehrlich gesagt. Erster Gegner. Oh Gott, Idols. Der sieht ja witzig aus. Da sind ein paar Monster weiter vorne. Manche nennen sie sogar Gegner. Wenn ich etwas über Gegner weiß, dann ist das hier jede Menge Loot da lassen, wenn man sie platt macht. Also, machen wir so die Arbeit. Allerdings stehen sie immer nur ganz friedlich der Gegend rum. Ich muss sie also ansprechen, damit was passiert. Ja gut. Das war auch schon immer so. Aber es ist irgendwie süß, wie er das einbindet, die Erklärung. Täuschen mich meine Augen oder sind das Steine, die mit mir kämpfen wollen? Ah, das geht nicht mit Enter weg. Da müssen wir doch dran klicken. Ich habe, glaube ich, noch kein... hier... Noch kein Summon, mit dem ich die scannen kann. Nein, das kommt dann also später. Ja gut, komm. Das finde ich jetzt cool hier. Das ist... Mit dem Symbol dran noch einmal, dass du noch mal siehst, was es ist. Er hat einiges noch verbessert. Das finde ich sehr gut. Oh, da klingelt die Kasse. Habt ihr es gehört? Da glitzert doch was. Noch mehr Essens-Item. Heilen. Und was? Heilt alle Party-Member um 1000 HP oder um 30% von ihrem Max, was auch immer höher ist. Kürbis gab es, glaube ich, im letzten schon. War 300 HP oder 20 von ihrem Max. Ah, der hat einiges verfeinert. Das finde ich nice. Ist der süß. Ja, den kriegst du schon platt. Aber ich kann es noch nicht scannen. Meine Welt runtergehauen.
lass das. Das ist nicht nett. Hey, ich wollte dir noch essen. Warum explodieren Gegner, wenn sie sterben? Ich hab's Spiel so nicht programmiert. Beschwer dich nicht bei mir. Das finde ich auch ein Kompliment, danke. Jamie, jedes Spiel, das ich spiele, findest du so interessant, dass du es auch gern spielen willst. Ich kann es dir auch sehr empfehlen, muss ich sagen. Die Epic Battle-Reihe ist sowieso nicht ganz so bekannt. Was mit für mich auch ein Grund ist, warum ich sie gerne spiele. Kann man mit dir auch was anfangen? Man kann dich ärgern. Gibt es dafür auch eine Medaille? Im anderen waren es... Im vierten waren es Hühner. Ich habe dich schon gesehen, Nolex. Da wackelt das Schwänzchen oben rechts. Im dritten Teil musste man die Schweinchen ärgern. Im vierten die Hühner. Bei der Möwe passiert gerade nichts. Holz, Eisenplatte und mehr Kürbis. Okay. Der sieht lustig aus. Also ein paar neue Gegner gibt es auch schon. Seeschaum-Slimes. Mad mag sie nicht, weil man sie nicht essen kann. Du sollst aber auch nicht alles essen. Du hast immer noch nicht aus deiner Begegnung mit dem giftigen Sandwurm gelernt. Sehr charmante Wesen, diese Slimes. Haben überhaupt keine Manieren. Er sieht aber lustig aus. Soll das vielleicht Seeschaum oder so sein? Der hat eine Menge neue Slime-Viecher dazugepackt. Ich habe die schon im Intro oder im Sprachauswahlmenü gesehen. Blup, Items, her damit. Ah, was ist das über meinem Kopf? Ein Statuseffekt? Ich frage mich, ob ich mehr darüber lernen kann, wenn ich mal die Maus darüber halte. Ja, kannst du. Wir sind nass. Donner und Eis macht uns 50% mehr Schaden. Feuerschaden 50% weniger. Das hat sich nicht geändert zum vierten. Dam-da-da-dam. Diesmal wird der Loot nicht hier angezeigt. Diesmal sind das immer solche Bläschen. Und wenn ich mit der Mauszeiger drüber gehe, werden die eingesammelt. Auch interessant. Nolex! Ach komm, sei doch nicht so schüchtern. Die Katze. Oh, was ist das? Ein Hinterhalt? Oder glaubt ihr doch einfach, ich sehe nicht? Ich denke, das ist die Katze, die aus meinem Müll geklaut hat. Na, ich hatte ja ein paar Übungskämpfe. Ich denke, ich kann mich auch mit der Katze anlegen. Du willst Rolex verprügeln? Also, Matt, komm schon. Oh, was? Schon ein Bosskampf? So schnell? Ich war einfach nicht bereit. Im Taktikmenü gibt es jetzt das Scan-Icon. Ach, das ist kein Summon mehr. Oh, mit dem können wir uns natürlich. Taktik war aber, glaube ich, bis. War das nicht bis eben auch noch grau? Ach, und man kann sie hier jetzt einfangen, ne? So kriegt man jetzt die Summons. Da habe ich schon auf seinem YouTube-Kanal schon so ein paar Sachen gesehen. Scannen ihn mal. Nicht eine Katze. Was? Not a friend? Oh, der weiß, wie man zuschlägt. Muss meine Augen beschützen. Jetzt will ich aber hier nochmal gucken. Der kleine Nolex. Seine Seele brennt mit Leidenschaft. Und sein intensiver Kampfgeist resoniert mit deinem. Er hat aber auch eine ziemlich hohe Ausweichrate, ja, gut 12. Was haben wir? Können wir hier so nicht einsehen, ne? Feuer wäre gut gegen ihn, Wasser wäre gut gegen ihn, du kannst schon Geysir von Anfang an. Ey, komm, das machen wir mal. Ah, no mercy, keine Gnade. Wir haben Nolex mit einem Geysir getötet. Nein, getötet nicht. Nur umgehauen. Wow, auf den Boden hauen hat irgendwie Wasser erzeugt. Was ein Wunder.
Level up! Jetzt kommt er mit, oder? Bleib zurück, du Bestie! Du kannst mich mit deinen Krokodilstränen nicht täuschen. Warum hast du aus meinem Müll geklaut? Miau! Was anderes kann Nolex nicht sagen. Der hat auch im 4. Level du Miau gesagt. Was? Du willst dich mir anschließen? Hm. Vielleicht bist du ja ein würdiger Verbündeter, kleine Katze. Wie ist denn dein Name? Miau! Nolex? Was ein seltsamer und doch passender Name. Ich wollte dich eigentlich kochen, aber vielleicht behalte ich dich aber so noch ein bisschen um mich. Wir könnten ja, Partners in Crime, wie übersetzt man das am besten? Partners in Crime, es ist halt, wenn man halt gemeinsam irgendwelche dummen Sachen anstellen möchte. Nee, zusammen in Abenteuern. Abenteurerbrüder könnte man vielleicht. Ja, klingt gut. Abenteurerbrüder. Ich bin auf einer Rache-Quest und aber auch auf der Jagd nach Schützen. Bleib bei mir und wir werden in Kürze wahnsinnig reich sein. Wie lange hat mich das in 4 gedauert? Ich weiß es gar nicht mehr, aber am Ende hatte ich so viel Kohle, dass ich Items zum Forgen noch kaufen konnte. Bacon. Oh, ein Perma-Buff, der jetzt auf einen Charakter festgelegt ist. Interesting. Erhöht Mats Attacke und Defense um 2% permanent. Und das ist auch wieder ein Heil-Item. Oh, da muss ich jetzt aber mal gucken. Steroids. Oh. Alles klar, Aufputschmittel oder Steroide sind jetzt die Status, Perma-Status verändernden Sachen. Yeah. Haben wir gleich eine Medaille mit freigeschaltet. Wenn sie eh nur für ihn ist, also warum nicht? Dann, ja, Kaffee, genau, das war immer der Wiederbeleber. Knoblauch war der Statusveränderung halte, glaube ich. Crafting Items. Das Ding bringt uns die Scan-Fähigkeit. Einfache, simple Stiefel, Weltkarte. Die linke Socke ist genau das, was sie, wonach es aussieht. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Osterei. Okay. Feinde lassen das nur fallen, wenn sie ihre Tage haben. Und das ist einmal im Jahr Ostereier. Ach, es ist bald Ostern. Ist das jetzt speziell deswegen, weil das ist ja die Steam-Version, dass da vielleicht da so ein paar feine Sachen eingebaut hat. Weiß ich denn da im Chat noch unterwegs? Ichigo hat auch manchmal bei manchen Lust, sie auch zu spielen. Was willst du denn mal wieder spielen, meine Liebe? Hm? Du kennst ja auch einige Spiele. Schieberätsel. Aber der geht nur von der Seite, also können wir das vergessen. Da hinten blinkt's. Ich hab's gerade gesehen. Ist da wieder ein Slime? Ja, da ist auch wieder ein Slime-Bunny drin. Echt cool. Hi. Oh, hey Matt. Du siehst aus, als wärst du gerade das erste Mal seit Wochen hier wieder hergewandert. Ich nehme mal an, du hast vergessen, wie die Welt da draußen funktioniert. Pff, halt mich nicht für blöd, ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Ja, aber falls du es vergessen hast, Wassereimer enthalten. Slimehäschen, die dich heilen können. Ja, das haben wir schon gefunden. Und da drüben, das ist ein Shop. Gehst einfach durch die Tür. Halt die Klappe, ich kann alles schon selber erkunden. Diese Grimassen. Der hat sich noch viel mehr Grimassen für die Dialoge einfallen lassen. Wie cool. Erstmal sollte man die weiterspielen, die man angefangen hat. Ja, das stimmt. Jetzt exploren wir erstmal 2 Stunden EBF.
Und dann schaue ich mal, wie fit ich mich fühle. Aber ich glaube, das andere Teil von gestern... der da sagte Hallo, der Dennis. Das andere Teil von gestern hole ich heute nicht mehr nach. Kann ich es vielleicht morgen... Nee, morgen muss ich viel im Haushalt machen. Und das YouTube machen, das eine. Nee, ich guck mal, dass ich nächste Woche vielleicht da ein bisschen mehr reinkriege. Dass der Router jetzt halt eben ausgefallen war, das war halt ganz blöd. Was erzählt denn der Dennis? Wenn du von Monster zu arg verbrudelt wirst, kannst du auch einfach was essen, ein Essen essen, das dich heilt. Wusstest du das schon? Ja, ich hab schon vorher Sachen gegessen. Ich weiß, wie Essen funktioniert. Oh, aber wusstest du auch, dass manches so lecker ist, dass du danach so satt bist, dass du für eine Weile nichts mehr essen kannst? Sowas wie Hamburger und Pizza sind einfach zu gut. Das ist neu, das gab's vorher nicht. Das gab's im vierten Teil noch nicht. Das ist eine neue Mechanik, glaube ich. Aber ich denke, ich halte mich erstmal an Obst. Wir haben sowas Krasses, wir haben erstmal nur Obst. Ja, wir haben ja erst einmal nur Obst und ein paar Getränke. Solange man nicht irgendwann vom Kaffee zu voll ist. Wo gehe ich denn? Ach, gehen wir mal hier. Na, wobei, da nach links geht's weiter. Ich gehe erstmal hier rein. Das scheint ein Crafting-Shop zu sein, vielleicht. Ich will die Kiste haben. Oh, schade. So viele glitzernde und seltsame Gegenstände. Ich weiß noch nicht mal, wofür sie sind, aber sie müssen ja für irgendwas einen Sinn haben, oder? Vielleicht suchen manche Items auch einfach nur ein perfektes Zuhause, bei dem sie jemanden glücklich machen können, weißt du? Ich mag Items, weil ich gierig bin und total verrückt danach Dinge zu sammeln. Manche sagen ja, das ist keine gute Charaktereigenschaft. Gut, du übertreibst es dabei noch ein bisschen mehr als ich, Matt. Ich sammle auch gerne Dinge, aber meistens eher Videospielen. Hier können wir Crafting-Items sammeln. Oh, einige neue Icons. Liquid Ice war vorher so eine Flasche. Einfach nur ein Kraut. Gab es vorher, glaube ich, auch nicht. Glas gab es vorher auch gar nicht. Ja, einige Sachen haben überarbeitete Icons bekommen. Es sind auch neue Sachen dabei. Das finde ich ziemlich cool. Was? Eine alte Spielekonsole. Die ich daheim habe, hat allerdings mehr Bit. Also die ist besser. Ich erkenne gerade nicht, was das ist. Na, so im Grunde ungefähr, ja, das ist eine Konsole, die ich selber nicht habe, die ich immer nur bei jemandem irgendwo gesehen habe. War das eine Sega-Konsole? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe selbst nie eine gehabt. Es riecht hier nach Fisch. Da ist Nolex natürlich gleich begeistert. Katzen mögen nicht unbedingt Dreck, aber ich sehe die Fische da liegen und der riecht wahrscheinlich den Fisch. Ja, genau, der hat dich gerade beleidigt, der hat gemeint, Katzen mögen Dreck, weil du auch in seinem Müll gewühlt hast wahrscheinlich. Ja, könnte ein N64 gewesen sein. Hatte ich auch nie selber. Deswegen bin ich mit dem, wie es aussieht, nicht so vertraut. Aber stimmt, könnte einer sein. Könnte einer sein. Und morgen hast du zu viel zu tun, da kannst du mir im True Lab nicht helfen, den Undertale. Ja. Dann machen wir das nächste Woche. Gucke ich, dass ich da nächste Woche mehr mache und dann gucke ich, dass ich morgen aber vielleicht noch ein bisschen Editierarbeit reinschmeiße. Dass das erledigt wird weiter.
beziehungsweise Upload Online-Stellzeiten einrichten. Das konnte ich ja jetzt nicht machen. Beziehungsweise hatte keine Lust, das übers Handy zu machen. Diese Fische sind sehr tot und noch nicht mal sehr frisch. Oh Gott, die Sachen sind teuer. Aber hier Chips, Crisps, Hamburger, Pizza, ja, Wassermelone, Pizza hast du noch nicht. Aber das sind diese, es steht dann immer dabei. Halt einen Verbündeten vollständig, reduziert ihre Cooldowns, aber macht sie für 3 Runden satt. Macht sie für 2 Runden satt, macht sie für 1 Runde satt, reduziert nur Cooldown. Heilt alle aus der Party für 60%. Macht sie aber satt für 2 Runden. Gut, in Kämpfen, wo es nicht ganz so schnell geht. Oh, hier gibt es auch Knoblauch. Status-Items. Kämpfen, wo es nicht ganz so schnell geht, bis sie das wieder runter haben, die HP, ist das vielleicht ganz nett. Kann ich das Reisbällchen mitnehmen? Ah, danke. Kann ich das Brot da mitnehmen? Das mitnehmen, nein. Da steht eine Kiste. Cooles Kopfband. Backe, Leder, das sind Crafting-Items. Hey, ich kann einfach hochgehen. Hi. Warum weinst du? Ach, verschwinde. Ich warte auf Neuigkeiten über meinen Sohn. Er hat Floße am Wasser gebaut. Wenn du ihn jemals sehen solltest, lass mich wissen, ob er immer noch lebt. Bis dahin werde ich einfach noch ein bisschen weiter saufen. Warum gehst du nicht selber nach deinem Sohnemann suchen? Schickst andere Leute los? Wir sind hier gestrandet. Das erste Mal essen wir sogar mal was. Haben wir jetzt sogar mal was zu essen nach langem. Dann würde ich doch lieber verhungern. Das Essen da unten ist nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Ich würde da eher dann einen Tintenfisch oder ein Kind essen. Mach das mal lieber nicht. Such dir lieber ein gescheites Restaurant. Was ist das? Da hätte ich dich reinschauen sollen. Lagen da noch die Barthaare von der letzten Rasur von den Piraten darum. Wie viele Details und alles. Sind hier noch mehr Kisten hinter irgendwelche Felsen versteckt? Das hat er immer schon gerne gemacht. Wir wandern herum. Wieder eine Medaille. Also ein paar Medaillen vergibt er ein bisschen zu schnell, aber von mir aus. Dieser Gegner da sieht ja irgendwie voll süß aus mit seinen großen Augen. So schnell bin ich da nicht im True Lab. Ja, ich muss erst ein Stück zurücklaufen. Und dann weiß ich auch nicht, wir begegnen da ja noch den ein oder anderen Monstern. Also so unter 3 Stunden würde ich da, glaube ich, nicht einplanen. Aber erstmal machen wir hier Epic weiter, klar. Und Peachy muss jetzt erst einmal sich selber was zu essen holen bei dem ganzen Futter, das hier in der Zeit wird. Der Matt, der denkt auch sowieso immer nur an Essen. Aber solange er nicht anfängt, wieder irgendwelche Monster zu essen und sich den Bauch verdirbt. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwo erwähnt wurde, aber ich denke, ich kann Menüs mit Rechtsklick schließen. Das sollte das Ganze. Menüs schließen, indem ich irgendwo rechts klicke. Das sollte das Ganze etwas schneller machen. Ja, da unten ist ein kleines X. Dadurch die Blätter kann man nicht laufen. Nein? Okay. Gucken wir da irgendwie so rum. Ja, das bewacht. Das sieht nach so einer Erdschildkröte aus. Die bewacht da eine Kiste. Und ansonsten geht es da nicht weiter. Ah, nee. Okay, die haben nur so einen ähnlichen Panzer, sind aber neue Gegner. Ich habe da unten eine HP-Leiste und die Gegner haben sie auch. Ich denke, das ist, wie viel Leben wir noch haben. Ach nee. Ich scanne die mal.
Jetzt, wo ich weiß, wo es ist. Wer bist denn du? Dorniger Kriecher. Thorny Creep. Sehr defensiver, krabbenähnlicher Gegner. Der sammelt elektrische Ladungen in seiner Schale und kann das dann zum Betäuben entladen. Das klingt gefährlich. Gegen was seid ihr denn schwach? Erde, Erdegift und ich glaube, das ist das neue Holy-Symbol. Das grüne daneben ist, glaube ich, das passt eher zu Wind. Ja, das wird das neue Holy-Symbol sein. Aber da haben wir, glaube ich, noch nichts. Nolex ist dran. Was hat der denn? Sprungangriff mit dem Schwert herumfuchteln. Schlägt auf einen Gegner 4-mal ein. Element und Effekt hängen von der Waffe ab. Cherish. Oh. Macht das Ziel liebenswert und verhindert, dass sie durch ein Ziel Attacken angegriffen werden können. Ah. Immer so aus Neugier. Okay. Das ist nützlich. Und Barriere. Ach, der klassische Buff. Buff für alle Allies. Magic Buff. 5 Runden Cooldown. Das ist cool. Mach das mal. Ah, wie süß. Nolex Attacken muss ich jetzt erst auch noch ein bisschen lernen. Er ist dran, er hat halt nicht viel. Lass dich nicht ablenken. Mal schauen. Oh, er kann schon Tremor. Das hat aber auch ein neues Symbol bekommen. Protect kann er. Geysir habe ich schon benutzt. Er kann klauen. Kann man aufleveln und bessere Items klauen. Und Temper ist auch da. Hat auch ein neues Symbol. Erde? Da war er nicht schwach gegen Erde. Hätte seine Füße ausgeschüttelt, wenn er welche hätte. Warum? Weil der Boden so wackelt. Ah. Wir haben einen neuen Status bekommen. Heavy Erdschaden wird erhöht um 50% und Wind reduziert um 50%. Interesting. Also wir haben jetzt nicht nur Wet, also nass, sondern wir haben jetzt auch für anderen Elementarschaden. Matt, wann arbeitest du an EBF 6? Nein, wir haben erst mit 5 angefangen. Oh mein Gott. Wir haben erst... noch mehr Kaffee. Das ist sehr gut. Wir haben erst hier angefangen, Nummer 5 zu zocken. Ja. Ach, glaube, erste war eine Pause. Wer bist du denn? Ach, wie süß. Verschiedene Zähnchen-Details. Nolex geht schlafen. Und Wettereffekte gibt es jetzt auch noch. Ach, so Sachen wie Regen wahrscheinlich, Hitze. Putrid Worm. Ein bemitleidenswerter, schwacher Gegner. Der aber trotzdem einen sehr schmerzhaften, giftigen Stich hat. Würmer ziehen außerdem noch mehr Würmer an. Das ist vielleicht ein... Vielleicht dann auch ein Gegner, der immer wieder um Hilfe nachruft. Ja, Nolex ist verdammt schnell. Vielleicht kann er nicht so hart zuschlagen wie Matt, aber er kriegt mehr Schläge runter. Das gleicht es dann aus. Da, ich hab's mir doch gedacht, da kommt immer Verstärkung rein. Der Dumme ist halt, ich habe noch keine mehr als einen Gegner-Attacken. Nee. Aber keine mehr als einen Gegner attacken, das sehr doof ist. Aber, wenn er noch Schläge übrig hat, wechselt er aufs nächste Ziel. Das ist neu. Nimmt sich gleich das nächstschwächste Ziel. Er nimmt sie nicht random, sondern er nimmt sich das Schwächste dann. Das klingt gut. Schlau programmiert. Schlau programmiert.
Hier, diese Grasbüschel, die kenne ich noch aus dem... Aus dem Vierer gab es die auch. Und das ist ein neues Idol, Stone Idol. Ein süßer kleiner Golem, nicht sehr schlau. Aber benutzt euch dieser Kopf, um Probleme zu lösen. Wie süß. Grüner Busch, einfach nur ein gewöhnlicher Busch. Gibt's nichts Besonderes darüber zu sagen. Schreit dich manchmal an. Ja, die Schreiattacke. Und zack. Okay, die waren schnell erledigt. Dolex war da. Der steht auf seinem Schwanz als Siegerpose. Wie süß. Du kannst die Schwierigkeit, Grafik und sowas jederzeit ändern. Ja, ich weiß. Ist auch gut so, weil sonst wäre das mit dem Episch später sehr schwierig. Wie komme ich da an die Kiste? Durch den Laden. Nee. Hinter dem Laden rum. Hahaha. Hehehehe. Hab dich. Wieder nur für Matt. Ja gut, wir haben jetzt nur Matt und Nolex, aber okay. Was ist das? Mach den, gib dem Spieler Brave-Status. Wir schmieren uns Farbe ins Gesicht. Alles klar. Mit Flares beschäftige ich mich vielleicht mal offstream. Du bist schon wieder da, muss aber nicht unbedingt sein. Ich wurde zur Jagd hierher geschickt, aber ich bin nicht tough genug, um klarzukommen. Jedes Mal, wenn ich ein Monster... Jedes Mal, wenn ich mich mit einem Monster näher, kriege ich den Hintern versohlt. Der einzige Grund, warum ich noch da bin, ist durch die Autosave-Funktion. Die jedes Mal anspringt, wenn ich auf einen anderen Bildschirm laufe. Ja, das ist sehr nützlich. Gott sei Dank hat er das schon sehr früh einprogrammiert. Ich glaube, wenn man Kämpfe gewinnt, gibt es auch ein Autosave. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Naja, wir können nicht alle Helden sein. Andere brauchen einfach nur hilflos herumzustehen, um den Rest von uns gut aussehen zu lassen. Ja. Okay. Die Kiste kommt man dann von links. Da bei der Schildkröte waren wir schon. Jetzt haben wir dich. Gibt es hier noch was Neues? Ja, ein neuer Gegner. Wenn das Spiel zu langsam ist, gehe sicher, dass du im Optionsmenü die Einstellung veränderst. Du kannst aber auch da oben in der linken Ecke ein paar Sachen verändern. Ja, wie spontan hier die Musik ausmachen und so Kram. Das war im Vierer auch so. Wenn das nichts bringt, muss der Entwickler allerdings einiges erklären, wenn wir so bei 10 FPS sind. Aber nee, die Frames sehen gut aus. Bisher. Der da ist neu. Das ist Faux Watch Out. Wie süß. Dreckklumpen. Alles klar. Er ist leichter und schneller als seine anderen Kumpels. Felsen, Boulder. Ja, ich glaube, der sagt Felsen auf Deutsch. Ist das passendste Wort? Aber er ist auch schwächer und er schmeißt manchmal Dreck nach dir, um deine Ausdauer zu senken. Ja, damit. So. Aber sehr stark ist er nicht. Was für ein Level hat er jetzt? 3. Wie wir. Wir sind auch 3. Genau. Also das mit dem Skalieren stimmt. Muss ich mir merken. Die nehme ich bitte auch mit. Aber die XP-Ausbeute und das ist ja immer noch dieselbe. Kiste. Nehme ich immer gern. Da haben wir unseren ersten Knoblauch. Der Pfeil will, dass wir nach links gehen. Ich will aber erstmal kurz hier hochgucken. Ah, da brauchen wir was zum Zertrümmern. Kommen wir so nicht rum. Hey, wir kriegen das doch schon leise gut hin mit dem Gegner vermöbeln.
Vielleicht sollten wir auch mal ein paar neue Attacken im Skillmenü lernen. Miau, miau. Ja, ich glaube, so geht das mit den Ability-Punkten, die wir aus den Kämpfen gewinnen. Ja, so geht das. Manchmal findet man aber auch neue Skills in Kisten. Was jetzt bisher noch nicht der Fall gewesen ist, aber ich denke, dass er das hier im Fünfer auch wieder tut. Die Fledermäuschen. Blutfledermäuse. Oh. Gefährliche Höhlenfledermaus? Wir sind ja aber nicht in einer Höhle. Saugen dir HP ab, wenn sie dich beißen. Können Viren verbreiten. Ih, das klingt nicht gut. Gibt es auch noch sowas wie einen Virusstatus? Fände ich nicht so schön. Die killt er mit einem. Wir haben Summon Points, aber können noch nichts summonen. Das ist irgendwie so. Die ist ziemlich angeschlagen. Lass mal gucken. Ich versuche einen Gegner zu fangen. Geschwächte mit Statusproblemen sind leichter zu fangen. Manche können nicht gefangen werden. Ich probiere es mal aus. Yay! Wollen wir ihr einen Spitznamen geben? Nee. Sonst komme ich nachher durcheinander. Bei Pokémon ist das was anderes, aber jetzt hier. Okay. Weil wir haben zwar viel Summon Points. Jetzt können wir mit den Summon Points auch was anfangen. Oh. Zeig alle. Mach speziellen Filtern. Kürzlich gefangen zum Beispiel. Greift ein Ziel an, greift alle an, bufft oder heilt, debufft andere Effekte. Nach Namen sortieren, nach Bestiarium sortieren. Nice. Sind das alle Slots, die wir haben? Oh je. Okay. Dann sind das aber weniger als vorher. Blumen und Schmetterlingsflügel. Einfach ganz grausam dem armen Schmetterling ausgerissen. Muss ich mal was ausprobieren? Kann man euch auch fangen? Ja, er killt ihn mit einem weg. Das ist jetzt doof. Ah, jetzt sterben die leider alle weg. Das ist blöd. Da müsste ich die Schwierigkeit hochstellen, damit sie mehr HP haben. Hoppala, da hat er aber auf einmal ganz schön viele Frames gedruckt. Was soll denn das? Mach keinen Blödsinn. Kann ich das Viech fangen? Es ist furchtbar. Man kann Viecher sammeln. Und schon bin ich total, das war das falsche Symbol. Aha. Wir haben die doch schon. Wenn die noch schwächer gewesen wäre, hätte ich mich geheilt. Schrei mal das nicht so laut raus. So. Oh, der wehrt sich ein bisschen. Na, wir haben ihn. Der fängt an, sich zu verteidigen. Ja, der kann das Unausweichliche kann er nicht verhindern. Er wird jetzt umgehauen. So. Was mache ich dann mit diesen ganzen Ostereiern? Ach, gucke ich mal später. Ist er gerade geblinkt? Tatsache! Ah, na gut, gehen wir jetzt darüber. Die hat einen Hund auf dem Kopf. Okay. Oh nein, ich erinnere mich an diese Leute. Die haben alle versucht, mich zu überreden, irgendwelches Scheiß für sie einzusammeln. Ich bin doch nicht ihr Bote. Ja, NPCs mit Quests. Miau, miau, miau.
Du denkst, sie werden uns dafür eine Belohnung geben? Ich bezweifle das. Die sehen nicht wirklich reich aus. Du siehst aber auch nicht sehr gesund aus mit deiner. Wir müssen dir ein Rescue Dog fangen. Ich wurde sehr fies von Monstern verletzt. Ein Hund könnte mich beschützen, aber ich kann mir keinen leisten. Ich überlege schon, irgendwelche seltsam aussehenden Typen zu fragen, ob sie einen für mich finden. Ich würde noch nicht mal fragen, wo der herkommt, aber ich brauche wirklich einen Freund. Oh. Wie süß. Gib diesen Liebenswertstatus an alle Verbündeten. Oh, wie süß. Das muss ein Summon sein, ha? Den wir irgendwo einfangen müssen. Ist uns aber noch nicht begegnet. Ich habe hier doch wieder irgendwas glitzern sehen. Ha. Können wir nicht den Hund von deinem Korb nehmen? Eine seltsame Statue aus Leben, die aussieht wie ein Kaktus. Davon willst du 5 Stück haben, okay? Sie ist auf einer Mission, um solche Earthenware, Erdware, Clayware hätte ich ja noch verstanden, also Tonware, Töpferware, aber okay. Earthenware, die von verschiedenen Stämmen auf dieser Insel gemacht wurden. Wenn du irgendwelche seltsamen Figuren siehst, bring sie zu mir. Die liegen meistens irgendwo in der Gegend rum. Der Hund? Ach, die ist total nutzlos. Zu fett, um zu laufen. Okay, deswegen ist die auf deinem Kopf. Alles klar. Da kommen wir ohne Boulder Smash nicht dran. Ist da eine Lücke? Ja, da ist tatsächlich eine Lücke. Ah, das ist eine Abkürzung hier hin. Okay, doch. Ah, Blockpuzzle. Ja, die hat er schon immer geliebt. Seit dem Dreier. Wer entwirft diese Blödsinn, um mich hier zu quälen? Ach komm, das ist ja noch ganz simpel. Da haben wir hier. Na, das sind alles nur Crafting-Items, würde ich sagen. Auch nichts groß Besonderes. Können wir mal ein paar Skills lernen? Schauen wir mal. 56 AP, was haben wir? Ich liebe den Quick Slash. Mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Her damit. Der muss sein. Oh, können wir uns nicht bezahlen. Unleash war auch nicht schlecht. Slicing Cyclone. Das ist neu. Revenge Legend. Steel ist auch neu. Light Blade. Temper kannst du schon. Braucht mehr AP. Wart. Oh, 50. Verdammt. 200. Ah ja, da sehe ich's. Erhöhen wir die bisschen die Auswahl bei dir. Und dann gucken wir, was kann Lexi noch. Swift Slash. Superschneller Slash-Angriff, der alle Gegner trifft. Element und Effekt. Oh, das ist nice. Das ist quasi wie Mad Science Slash, nur für No Legs. Dann kann er Blitzschlag, Blasenschlag, Windschlag, Heiliger Schlag, also mit. Die Punkte habe ich jetzt nicht. Schade. Starblast. 9 Leben. Heilt alle Verbündeten, gibt ihnen Auto Revive. Sowas hätten wir im 4. schon sowas von gebraucht. Auto Revive auf mehrere Allies. Hatten 10 Runden Cooldown, aber Auto Revive bzw. Wiederbeleben
von mehr als einem Ally in mit einem Skill. Ja, ist das geil? Nolex, du bist so. Ich glaube, du bist jetzt mein Heiler und Elementarmagier. Also, Natalie, pack deine Stöcke ein. Nolex ist jetzt unser Mann dafür. Sind das Bananen? Was hat er da auf dem Kopf? Ja, die sehen ein bisschen blockig aus für Kackehaufen, aber wie du meinst. So, jetzt können wir auch... Nein, können wir nicht. Was? Hab ich denn nicht gerade gelernt? Ich dachte, ich hätte gerade gelernt. Habe ich mich verklickt? Strange. Was ist gerade mit der Übertragungsrate los? Kommen wir mit dem neuen Router nicht zurecht? Holla, holla, holla. Beruhige dich, Übertragungsrate. Ich sehe es auch in der Stream-Vorschau. Wie das droppt. Ich glaube, ich breche das einmal kurz ab.